Und also Dennis Erner hier vorne macht hier einen super guten Job. War allerdings in der letzten Runde 1,6 Sekunden langsamer als Ostermann. Aber auf der 6. Oh, und jetzt ist es auch schon passiert. Jetzt ist er nämlich Fünfter. Der Danny ist vorbei an Wolfgang Meisel. Also Wolfgang Meisel wird hier Stück für Stück nach hinten durchgereicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Mal, dass ich ja doch etliche Runden am Anfang da vorne behaupten konnte, auch mit gutem Abstand. So, und jetzt wird er auch noch von Jens Purkott geschnopft. Jupp, das war sauber. So, ganz, ganz enge Kiste hier. Wolfgang Meisel gegen Jens Purkott. Ja, aber die Innenbahn ist hier nicht unbedingt die bessere. Ja, da muss er auch deutlich mehr in die Eisen als Jens Purkott und verliert durch so eine Manöver natürlich dann entsprechende Zehntel. So, jetzt gucken wir mal langsam nach vorne, weil hier wird es jetzt echt langsam eng. Edgar Ostermann ist mehr oder weniger bis auf ein paar Zehntel dran am führenden Dennis Erner. Das erklärt mir jemand. Unglaublich. Ich würde gar nicht so sehr Kampflinie fahren, weil man muss hier in diesem Infield erstmal überhaupt vorbeikommen. Man muss erstmal die schnellere Linie finden und hier jetzt seinen Kontrahenten so dicht im Heck zu haben, das führt eher dazu, dass man dann tatsächlich am Ende der Runde geschnupft wird. Ich gehe mal davon aus, dass Ostermann jetzt hier vorbeigehen wird. Wenn er denn hier jetzt nicht zu spät bremst. Nein, das passiert, das passt noch. Also Erner hier scheinbar mit relativ wenig Flügel unterwegs. Ostermann hat hier auf der Geraden trotz Windschatten keine Chance vorbeizukommen. Hatte er eben jedenfalls nicht. Deswegen wahrscheinlich auch die heftigen Angriffe hier im Infield. So, oi, 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 da haben wir wohl was verpasst. Ah, nein, da haben wir gar nichts verpasst. Die Jungs sind einfach in der Box. Also, Buschkopf in der Box, Puckert in der Box, Jens in der Box. Also das wird hier ziemlich spannend. Dadurch Wolfgang Meisel wieder vorgefahren, bis auf die 3. Aber der muss ja natürlich auch nochmal in die Box. Das nutzt ja alles nichts. So, jetzt schauen wir mal hier, wie sich das hier weiter ausgeht. Weil das ist jetzt ungefähr die Situation, die ich eigentlich vorhin schon erwartet hätte, dass Robin Frischkopf sagt, ich gehe vorbei und Ostermann hier aber momentan im Rennfieber. Wahrscheinlich hat er das gar nicht so richtig auf dem Zettel jetzt mit seiner Boxenstrategie. Aber werden wir sehen. Sehr lange kann man hier nicht erwarten. Wir haben jetzt noch 16 Minuten 40 Sekunden. Jetzt sind es 40. So, aber Ostermann geht jetzt hier einmal rein. Nee, geh. Oh, weia, wie bitter, wie bitter, wie bitter, wie bitter, wie bitter. Ja, das ist mir im letzten Moment eingefallen. Ach du meine Nase, ich muss ja auch irgendwie rein. So, und jetzt werden wir mal du, Robin Frischkopf, gehen. Der fährt nämlich auf der 4 und werden mal gucken, wo der rauskommt.
Ostermann steht noch. Aber jetzt fahren sie los. 25 Sekunden. Wolfgang Meisel auch in der Box. Aber jetzt haben sie natürlich... Und da kommt Frischkopf da hinten. Das wird ganz, ganz eng. Das wird ganz, ganz eng. Allerdings muss Frischkopf auch den längeren Weg gehen. Und da unten fährt Ostermann. Das gelbe Ding da, das ist Ostermann. Jetzt könnte es allerdings sein, dass Frischkopf hier mit deutlich mehr Speed rauskommt und an Ostermann vorbeigehen kann. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Ostermann ganz knapp vor Frischkopf wieder draußen. Aber auf Position 4 dann schon der Danny und auf der 5 der Jens. Na, das ist endlich mal echt eine coole Nummer hier. So, jetzt hat sich das natürlich hier alles ein bisschen auseinandergezogen. Gucken wir mal, also Edgar Ostermann führt das Ganze jetzt an, nach den Boxenstopps. Auf Platz 2 Robin Frischkopf, auf der 3 der Danny. Oh, Danny schon auf 3. Auf der 4 Jens Purkopf, was ist mit dem Dennis passiert? Auf der 5 der Rösti, auf der 6 ganz dicht dran der Jan, auf der 7 Wolfgang Meisel, schon wieder in der Box. Den haben wir doch vorhin schon mal gesehen, ne? So, Dennis Erner, jetzt hier 10 Sekunden, Stop and Go. Ich befürchte, die waren wohl etwas schnell am Boxeneingang. Auf der 8 der Dominik. Auf der 9 jetzt Wolfgang Meisel, auf der 10 Arne. Auf der 11 kommt jetzt hier Force. Opsala, was macht er denn da? Das ist der Ralf. Da ist irgendwie, ja, Micha Gehrig raus, Patrick Gabe raus, Jim Clark raus und Kai-Felix Lanik raus. So, jetzt wollen wir mal sehen, was die Herrschaften jetzt hier treiben. Also am ehesten würde ich noch dem Danny zutrauen, dass er hier noch ranfährt. Auf alle Fälle hat er jetzt erstmal freie Fahrt und kann erstmal das machen, was er ja im ersten Rennen hatte, nämlich eine schnellste Runde nach der anderen fahren. So, 12 Minuten noch. Momentan das alles ein bisschen, aber ja, ein bisschen auseinandergezogen, aber so wie es aussieht, ist es tatsächlich. Danny hat wohl etwas bessere Performance als Frischkopf und fährt da jetzt ran. Aber auch Purkott kommt da ran. Also werden wir mal gucken, was die Herrschaften da noch treiben. Thank you.
So, mehr oder weniger ist er dran. Und Frischkopf fährt allerdings seine persönlich beste Runde. Und die ist immerhin 3/10 schneller als die von... Und jetzt gibt es hier schon den Angriff. Uiuiuiui, das wird jetzt eine ganz enge Kiste, weil auch jetzt natürlich Burgpurpert den Braten riecht und seinerseits natürlich versucht, den Danny anzugreifen. Also Jens Purkott hier gegen Danny und Danny gegen Robin. So, jetzt wird es hier richtig haarig. Also jetzt muss er sich echt hier zur Wehr setzen. Und es scheint so zu sein, dass Danny hier ein Setup hat, wo er wirklich über diese Curbs fahren kann, wie er lustig ist. Wir haben ja schon ganz andere Manöver gesehen. Aber momentan muss er sich erstmal wieder ranfahren. So, wir gucken derweil mal, ob sich hier sonst irgendwas getan hat. Ne, jetzt ist der Michael Gehrig tatsächlich noch ausgefallen. Das ist jetzt, das ist schon eine Weile her. Dominik fightet da hinten sich gegen Force und mit Ralf und hin und her. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was die Jungs da tun. Aber es ist halt, hier vorne ist es einfach zu eng, um weiter nach hinten zu gehen. Edgar Ostermann ist so... Oh, und hier Fehler von Robin Frischkopf. Der kommt hier rechts raus und das wird natürlich gnadenlos genutzt. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn jetzt auch noch Purkott hier vorbeikommt. Weil er mit deutlich mehr Schwung jetzt auf die Gerade gehen konnte. Hey, der Robin wird sich sonst was ja, irgendwo hinweisen. Jo. Das habe ich mir gedacht, so wie Frischkopf vorhin hier in dieser Kurve überholt hat, dass er hier zumacht, das war absehbar. Und wir haben es auch gesehen, Purkott hat auch gebremst. Jetzt geht er auf Kampflinie. Ja, das nutzt aber nichts. Da ist der Weg zu eng, der Winkel zu spitz, um hier auf diese Art zu kontern. Aber sehr, sehr schöne Manöver hier von Frischkopf und Purkott. So, und Danny da vorne, der wird wohl sich dann erstmal vom Acker machen. So, jetzt nochmal der Angriff hier von Purkott. So, jetzt sollte es aber besser passen. Oh, Frischkopf fällt dagegen, aber diesmal ist Purkott vorne. Jetzt passt es. Jetzt ist er durch. Also Robin Frischkopf jetzt. Ja, Frischkopf dann jetzt auf 4. Jetzt stupst er ihn auch mal ein bisschen an.
Sagt, was willst du denn eigentlich vor mir? So, jetzt müssen wir mal langsam schauen, wie die Rundenzeiten aussehen. Also, der Danny, ja, er ist momentan aber ein Tick langsamer als Ostermann, als Edgar Ostermann. 33,2, 33,2, 33,2, 33,5. Er fährt aber sehr, sehr konstant. Während das bei Ostermann sieht das anders aus. 33,1, 32, oh nee, sieht nicht anders aus. Der ist die ganze Zeit 32er Rundenzeiten gefahren. Also der war deutlich, der ist erst jetzt in der letzten Runde mit 33 gefahren. Dann müssen wir mal abwarten. Oh, ja, okay. Also, wenn es 32,3, ja, dann war er ja doch deutlich schneller, sorry, als Ostermann. Allen müsste man lesen können. Aber ob die verbleibenden 4¾ Minuten reichen, um hier nochmal wirklich ernsthaft Ostermann Probleme bereiten zu können, das möchte ich dann doch bezweifeln, weil 2,1 Sekunden auf diesem Kurs bei ziemlich gleicher Leistungsstärke der Fahrer sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wenn Ostermann da nicht noch irgendeinen Wackler fabriziert oder sonst irgendwas, ist es eigentlich nicht möglich. Waren das jetzt Rauchspuren vom Bremsen? Das wollen wir mal ganz schwer hoffen. Also schön zu sehen. Aber wir haben auch nirgendwo auf der Strecke jetzt engere Zweikämpfe. Also das Engste ist jetzt hier wirklich momentan zwischen Robin Frischkopf und Jens Purkott, aber auch das ist nicht wirklich eng. Also für diese Liga hier, für diese Rennserie mit Sicherheit nicht eng. Schauen. Ja, machen wir einfach mal jetzt so die komplette Reihenfolge. Also, führen eine Minute in der letzten Runde jetzt hier. Es könnte noch eine Runde geben. Das könnte, das wird ganz knapp. Also, Edgar Ostermann führt vor Danny und Jens Purkott. Auf Platz 4 haben wir den Robin Frischkopf, auf der 5 den Jan, auf der 6 fährt Rösti, auf der 7 Dennis Erner, auf der 8 Wolfgang Meisel, auf der 9 Arne, auf der 10 der Dominik Smoll und auf der 11 Forst, der jetzt hier mal irgendwie die Schilder abräumt, wahrscheinlich jetzt das Auto abstellt oder was macht der da? Nee, der fährt noch. Ralf auf der 12, ausgefallen Micha Gehrig, Patrick Gabe, Jim Clark und Kai-Felix Lanik. So, also hier geht nichts mehr, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das einzig wirklich Spannende jetzt noch ist, ob Ostermann hier noch eine Runde gehen muss oder
ob das jetzt hier zu Ende ist. Also er ist irgendwie, er hatte dann noch 1,36, 1,38 Zeit, als er über Start und Ziel ist. Die Runden hier werden gefahren mit 1,32, 1,33. Also rein rechnerisch müsste er noch eine Runde fahren. Aber vielleicht nimmt er ja auch ein Speed ein bisschen raus, was aber eher nicht zu glauben ist. So, 8, 7, 6 und noch eine Runde. Bei 5 Sekunden Restrennzeit fährt er nochmal über Start und Ziel und es gibt noch eine Runde hier. Es ist noch nicht zu Ende. Aber auf der 3 wird es nochmal spannend. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, was ist jetzt auf einmal mit dem Danny los? Der lässt jetzt den Jens Burkhardt hier einfach passieren. Haben die ein Agreement oder... Und guckt euch das an, der muss Sprit sparen. Ich möchte wetten, der muss Sprit sparen. Also man sieht hier nicht so wirklich was in den Armaturen, aber... Ja, ja, ganz klar. Also hier ist irgendwie, der muss sehen, dass er hier über Start und Ziel kommt. Also würde ich mal behaupten, dass dem so ist. Gehen wir zum Führenden, damit wir nicht wieder den Zieleinlauf verpassen. Herzlichen Glückwunsch an Edgar Ostermann. Platz 2 für Jens Burkhardt und Platz 3 für Danny. So, auf der 4. Und da ist es nochmal ganz heiß hier. Oh, Robin Frischkopf verliert hier noch einen Platz. An den Jan. Jan wird Vierter auf Platz 5, Robin Frischkopf. Auf der 6, Rösti. Auf der 7, Dennis Erner, auf Platz 8, Arne, auf der 9, Wolfgang Meisel, auf der 10, Dominik Smoll, auf der 11, Bors, auf der 12, Ralf, ausgeschieden, Micha Gehrig, Patrick Garbe, Jim Clark und Kai-Felix Lang. Ja, meine Damen und Herren, das war mal eine Ansage hier. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, Hut ab. Es hat wieder so gepasst, wie es sich gehört. Nämlich richtig spannendes Rennen. Und ich denke mal, dass wir hier in Kürze zur Siegerehrung schreiten können. Sprich, zum Interview schreiten können. Und wollen mal hoffen, dass das hier auch funktioniert. So, wollen wir mal schauen, ob da was geht hier im Moment. So.
So. Ja, so, dann kommen wir mal zur Pressekonferenz, zum Siegerinterview hier zu diesem Lauf in São Paulo in der Top Race V6. Ich würde mal gerne hören, wie der Jens Purkot sich selbst interviewt, weil Ja, sonst machen wir doch mal glatt. sei doch mal bitte so nett und übernimm das mal. Mache ich. Danke dir für den, ja, für deinen Beitrag, für deinen Kommentar. Alles Weitere machen wir Montag, denke ich mal. Genau. Okay, bis später. Danke dir. Ja, kommen wir mal direkt zum Sprint. Und da müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen helfen. Ich war so fixiert auf mein Rennen. Dritter war im Sprint, glaube ich, der Edgar. Edgar. Genau, erzähl mal ein bisschen. Du bist von weit hinten gekommen, hast dich lange wie mit dem Jahn gekämpft, habe ich so gesehen, bei den Zeiten. Und dann warst du auf einmal Dritter. Auf einmal Dritter, ja. Ich habe sehr lang gegen den Jan gekämpft, mehr oder weniger. Auch sehr wenig Trainingsrunden gehabt und glücklicher Dritter geworden. Vorletzte Runde noch den Danny die Runde weggenommen. Also besser konnte es im Ja, super. Ja, dann interviewe ich mich mal. Jens, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Rennen. Ja, also keine Kraut gewachsen gegen den Danny. Die 10 Kilo, denke ich mal, die dir auch diese 2 Zehntel dann in deine Podlaps gebracht haben, die waren einfach verheerend. Den Berg hoch bist du mir kontinuierlich immer 2 Zehntel weggefahren. Ich bin auf der letzten Rille gefahren, bin aber nicht näher gekommen. Habe auch verzweifelt irgendwie gekämpft, die schnellste Runde zu kriegen. Und dann kam der Edgar. Da war das auch irgendwie passé. Also für mich war nicht mehr drin. Ich bin total happy mit einem zweiten Platz. Mehr ging einfach nicht. Ja, kommen wir mal zum verdienten Sieger. Pole Position, Sieg und nicht die schnellste Runde. Wie war das erste Rennen für dich, Danny? Hallo Jens. Also ich muss sagen, normalerweise gehe ich nach dem zweiten Rennen duschen. Heute konnte ich nach dem ersten duschen. Ich habe mich genauso reingehangen wie du auch, also wirklich letzte Rille gefahren. Habe einfach gedacht, bevor mir noch irgendwas passiert und du noch nah genug drankommst, um mich noch wegzucachen, gebe ich einfach alles und das hat gereicht. So war der Plan heute, zumindest ein Rennen gewinnen und ich habe es zumindest mal in die Tat umgesetzt. Das war gut. Ja, ist dir gut gelungen. Ich muss dir sagen, mir ist Mitte des ersten Rennens aufgefallen, dass ich vergessen habe, mein Sweatshirt auszuziehen. Ich habe so eine Sweatjacke angehabt. Mir ist das Wasser überall hingelaufen. Ja, kann ich mir vorstellen. Dazu kommt, ich bin ja auch noch ein bisschen krank, komme aus dem Bett, werde auch gleich wieder direkt ins Bett fallen. Aber nicht, um das zweite Rennen nochmal hier zu interviewen. Bevor wir zu den Platzierungen kommen, Robin, du bist auch gerade hier, das passt ganz gut. Du warst weit vorne. Was war da am Ende los? Spritmangel? Ja, ich habe gemerkt, ich habe sehr knapp gerechnet, um einen kurzen Stopp zu machen und um ja leicht unterwegs zu sein. Und dann habe ich plötzlich gemerkt am Schluss, dass das noch eine Runde wird. Und dann habe ich angefangen zu sparen, zu sparen. Also ich glaube, ich musste mit 3 Liter noch eine Runde fahren oder 3,5. Und dann war der Jan immer näher gekommen. Und durch die letzte Kurve hindurch hatte ich schon das Null stehen auf der Uhr. Hab dann Vollgas gegeben und irgendwann auf der Kuppe oben hat er angefangen zu stocken und ist aus und der Jan konnte mich da noch überholen. Boah, wie bitter, gerade so im Sinne der Meisterschaft. Die Punkte werden wir dann ja morgen spätestens sehen. Ja, Dritter bin, glaube ich geworden. Nein, der Danny, dich habe ich ja noch überholt, genau. Ich hatte mich ja schon mit dem dritten Platz abgefunden, da hast du mich ja durchgewunken. Was war denn da los? Ja, ich habe das gleiche Schicksal gehabt wie der Robin auch. Ich habe zu knapp kalkuliert, habe 5 Liter zu wenig mitgehabt und habe das erst in der drittletzten Runde gemerkt. Ich wollte mir eigentlich den Edgar noch schnappen. Ja, und dann musste ich Sprit sparen und es ist so knapp geworden, dass ich dich auch noch durchlassen musste, bevor ich da noch auf dem Berg oben wie der Robin stehen bleibe. Habe ich mir gedacht, dann rollst du wenigstens irgendwie durch als Dritter und dann war es auch okay. Ich hatte keinen Sprit mehr. Über die Ziellinie ohne Sprit, stuckelnder Motor. Ja. Boah, ihr Geizkragen, weil so viel wie ich auf den Edgar aufgeholt habe, weil ich bin mir Zweiter geworden, da kann ich kurz drauf eingehen. Ich hatte ja einen ordentlichen Start, dann einen total bescheuerten Fehler beim Anbremsen, zu nach rechts biegt das Auto nach links ab, hat mich 10 Sekunden gekostet, mag ich gar nicht drüber nachdenken. Aber es war aufregend, dann von hinten mir durchs Feld zu fahren, hatte ein paar tolle Duelle, einen guten Boxenstopp, da scheine ich irgendwie so 1, 2 Sekunden gut gemacht zu haben. Ich war auch überrascht, dass das Speedlimit 60 ist. Ich glaube, ich war so ganz knapp bei 60. Ja, das hat geklappt. Ja, und zum Schluss den Robin gekriegt, den Danny gekriegt und der Edgar kam immer näher. Das heißt, ich kam mit Edgar immer näher. Was war denn bei dir los, Edgar? Eigentlich gar nicht, Sicherheit war angesagt.
Die okay, das wollte Runden, ich jetzt nicht hören, dass du das Ding nach Hause schaukelst. Nein, die Zeiten waren 1,33 hoch, 1,34 mittel, die letzten zwei Runden. Ich hatte einen Vorsprung von knapp 3 Sekunden. Ich habe gesehen, wie du den Fehler gemacht hast und du hattest dann gegenüber mich immer einen Rückstand von 6 und 7 Sekunden, habe ich immer gesehen, immer beobachtet. Und als ich in die Box hineinfahre, ich bin eine Runde zu spät. Denn dann hätte ich noch einen größeren Vorsprung herausfahren können. Denn der Dennis hat mich etwas aufgehalten in der letzten Runde vor dem Boxenstopp. 1,5, 2 Sekunden, macht nichts. Ich habe gesehen, der Dennis gibt in der Boxengasse nochmal schön Gas. Er bremst runter, gibt nochmal Gas. Da habe ich gewusst, er bekommt das Drive-Thru. Und somit habe ich den ersten Platz beehrt bekommen, mehr oder weniger vorbeikommen. Er ist schwer gewesen an Dennis, denn er hatte sicher weniger Flügel als ich. Ah, schön, dass du das aufklärst, weil da habe ich mich nämlich gewundert. Dennis war ja vorne nach dem Boxenstopp und ja auch eigentlich vor den Boxenstopps und auch danach. Und dann war ich irritiert, als er nochmal abgebogen ist. Habe mir schon gedacht, dass er da ein Problem hatte mit dem Speed. Aber gut, hat er eine Drive-Thru bekommen. Ich kann dir sagen, aus dem Testrennen, der Dennis ist fast gar nicht zu überholen, weil er fährt mit extrem wenig Flügel. Da kannst du, ja, im Infield kommst du nicht vorbei. Ich habe ihn dann irgendwann mal ausgetrickst. Das wird ihm, glaube ich, nicht öfter passieren. Aber auf der Geraden hat es, glaube ich, keine Chance gehabt. Sei mal froh, im Sinne der Platzierung, schade für den Dennis. Schade für den Dennis, ich hätte ihm den Sieg gegönnt, aber ich gönne mir genau. Das denke ich mir. Hast du ja auch verdient rausgefahren, Edgar. Das war ein super Rennen heute, muss man echt mal sagen. Ja, es war, wie gesagt, Training war sehr wenig da, zugeschaut sehr spät. Und besser kann eigentlich nicht laufen. Sie muss natürlich nicht trainieren. Ja, auch grundsätzlich fand ich das ein tolles Rennen. Gerade zum Schluss mit uns vier innerhalb von 2-3 Sekunden. Also ich glaube, da haben wir eine gute Show geliefert. Und ja, jetzt freuen wir uns auf das Finale. Es geht auf nach Spa. Eine würdige Strecke für ein würdiges Finale einer tollen Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Bedanke mich an allen Beteiligten. Danke nochmal an Lutz. Ich hoffe, du hörst noch zu. Stream kannst du beenden. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss.